Tag, lief Glück oder hallo, liebe Leute. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal hier und einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, das freut mich schon mal sehr. Und ich bin wieder unterwegs, wie ihr ja schon am Videotitel erkannt habt, und zwar zu einem Oldtimer-Treffen, diesmal nach Wesseling. Unterwegs, wie immer, in meinem Audi 80. Und ja, mit dem nehmen wir da heute wieder teil. Das Treffen findet heute statt und morgen statt, an zwei Tagen. Ein super schönes, großes Treffen. Ich war letztes Jahr auch da. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Könnt ihr ja gerne mal auf meinem Kanal euch anschauen. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Also, ich fahre jetzt noch ein Stück und würde sagen, ich melde mich dann von dort aus gleich wieder. So, wir sind jetzt hier schon auf der Zufahrtsstraße und da vorne ist die Einfahrt. Guck mal, vor uns fährt auch schon ein schöner Oldtimer. Da müssen wir jetzt rein. Ja, würde ich sagen, machen wir das. Und dann gucken wir mal weiter. Hier ist die erste Kontrolle vom Ordnungsamt. Gut, guck mal einfach mal. So, erste Anmeldung passiert. Ordnungsamt checkt das vorher hier ab, ob man sich auch vorher angemeldet hat. Und dann kann man weiter durchfahren. Und hier ist jetzt nochmal der Checkpoint. Hier werden jetzt die Daten nochmal aufgenommen, denke ich mal. Ja, und die Einfahrt befindet sich hier im schönen Rheinforum. Quasi die Hauptstraße hier in Wesseling. Ja, und dann gucken wir einfach mal. So, drin sind wir. Dann fahren wir jetzt mal zum vereinbarten Treffpunkt. Also hier, wie gesagt, das ist die Hauptstraße, die wird nachher auch voll sein, aber richtig voll. Ja, dafür, dass das jetzt noch gar nicht offiziell hier angefangen hat, ist das aber doch schon relativ gut besucht. So, jetzt müssen wir mal gerade schauen, eine weiter müssen wir noch. Quasi schon alles gut besucht hier. So, fahren wir hier rein. Hier haben wir noch Platz. So, angekommen sind wir schon mal. Wir sind ja noch, wie gesagt, sehr früh noch. Fängt ja eigentlich erst um 14 Uhr an und wir haben jetzt so 12:30 etwa. Das heißt also, der Rest hier, was ihr hier seht, das wird sich alles noch füllen. Und ja, da können wir mal gespannt sein. Ich werde aber auf jeden Fall gleich schon mal die erste Runde machen, weil auf der Hauptstraße, da war schon einiges los. Ja, dann gucken wir mal. Aber das ist doch schon mal eine schöne Reihe hier, oder? So, ich bin noch nicht wirklich hier weggekommen, weil es geht immer weiter. Jetzt haben wir noch ein Coupé dazu bekommen. Und da hinten noch ein Coupé. Ja, die Reihe wird immer größer. Super. So, jetzt probiere ich es aber mal
und gehen mal vorne auf die Hauptstraße und mal gucken, was da schon los ist. Und hier haben wir angefangen, dann haben wir eine Reihe schöner BMW E34. Hier gucken wir einmal mit Käfig. Ja, sehr cool. Genau, weil der Wind guckt dann genau drauf hier. Wenn du eine Lippe hast, das wäre natürlich noch optimal. Aber ja, hier ein sehr schöner Golf 3 mit Ronal Turbo Felgen. Schöne Tieferlegung. Sehr super. So, dann hier Alfa Romeo. Und guck mal, ganz typisch Alfa Romeo, ne? Wollen wir mal schön zeigen. Sorry. Musste sein. Daneben steht noch einer. Hier Mercedes 230 CE. Coupé, auch ein schönes Modell. Citroën CX. Guck mal, der hat auch ein Modellauto da drin. Von seinem Auto. Ja, dann haben wir hier noch ein paar alte Traktoren. Ja, schöner fetter Ami. Sehr cool, daneben direkt ein kleiner NSU. Hier kommt ein Ford Fiesta. Ja, und wie man sehen kann, ist auf der Hauptstraße schon einiges los. Wie gesagt, wir haben immer noch nicht offiziellen Anfang. Aber, ja, wie ihr sehen könnt, ne, ist schon einiges los. Da kommen jetzt noch ein paar Traktoren. Gucken wir uns mal gerade an. Hier einmal eine schöne blaue Cobra mit einem richtig dicken Auspuff. Ja, sehr schönes Teil. Dann hier VW Käfer und Porsche. Hier eine Citroën Diane. Ist also keine Ente. Sieht fast so aus, aber ist keine. Hier Alfa Romeo. Dann hier ein schöner Morgan. So, guck mal, dann haben wir hier einmal den. So, dann hier nochmal ein schöner. Ich glaube, das war ein Mutt gewesen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was ist das für ein Fahrzeug. So, daneben kennen wir VW Käfer, klar. Dann haben wir hier einmal einen Porsche. Porsche 900. 14, Porsche 914, genau. Der sogenannte Hausfrauen-Porsche damals, den alle so belächelt haben. Aber ein schönes Teil. So, dann daneben hier ein Volvo. Dann haben wir hier nochmal den Heinkel. Kabinenwagen, den hatten wir auch schon mal auf dem Oldtimer-Treffen in Mondorf gesehen. Der hat hier so eine lustige Glaskuppel.
ja, auch sehr selten, ne? Und witzig. Schön. Hier, guck mal, schön alt, wie früher war mit den gelben Scheinwerfern. Haben wir hier ein Toyota MR2, auch schon die ältere Baureihe, quasi noch der eckige. VW Käfer. Dann haben wir auch einmal einen Trabi hier am Start, guck mal, mit 4 Zusatzscheinwerfern. Auch nicht schlecht. So, dann hier einmal schön Opel Kadett. C-Coupé. Das sind auch sehr schöne Autos, ne? Guck mal, den Kofferraum hat er auch sehr schön gemacht. Mit dem Hulk dabei. Und hier ist auf, da können wir einmal reinschauen. Ja, sehr schön. Auch die Sitze, ne? Sehr cool. So, was auch cool ist, daneben direkt die Corvette in Orange. Auch hier wieder ganz schön mit den Sidepipes hier unten. Ja, und das Besondere ist, er hat hier so einen Aufbau hinten drauf. Den haben wir letztes Jahr auch gesehen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt und was das für ein Modell war. Das war wahrscheinlich mal irgendwie so ein Sondermodell in begrenzter Stückzahl. Ja, sieht ungewöhnlich aus, ne? Gewöhnungsbedürftig. So, da haben wir daneben noch mal so ein Buggy hier, BVB Logos drauf, schön mit der BVB Fahne hier als Dach, wirft natürlich sehr schönes Licht hier rein, ne? In dem Gelb, sehr klasse. So, dann geht's hier weiter. So, guck mal, da kommt ein schöner Mercedes-Krankenwagen. So, neben dem BVB-Buggy haben wir noch einen VW-Buggy. Machen auch richtig Spaß zu fahren, ne? Kann ich mir echt gut vorstellen. Sehr cool. Ja, dann direkt daneben hier ein Ford. So ein Hot Rod, würde ich mal sagen. Dann hier Mercedes SL. Dann hier ganz selten Audi 60. Die sieht man eigentlich auch so gut wie gar nicht mehr. Guck mal, was der für breite Sitze vorne drin hat. Schon mit dem Fellbezug. Ja, sehr cool. So, dann haben wir hier nochmal einen Jaguar E-Type. Können wir einmal drüber fliegen, der ist offen. Schön mit den ganzen Schaltern da vorne in der Mittelkonsole, ne? Eine Riesenhaube. Sehr schön. So, und daneben Renault Alpine. Den hat man letztens auch schon mal im Treffen gesehen. Und daneben auch ganz klassisch Porsche. Wie man ihn kennt halt, ne? Als Targa. So, dann kommt hier noch ein Deutz Traktor. Also heute sind einige Einsatzfahrzeuge dabei. Heute findet ja nämlich noch ein Einsatz, ein Corso für Einsatzfahrzeuge statt.
Und die werden dann wahrscheinlich alle daran teilnehmen. Aber es ist ja schön, ne? Wenn da Fahrzeuge zusammenkommen. Super. Sind wir schon gespannt mal. So, da haben wir hier einmal VW Scirocco. Modell Scala. Guck mal, schön mit den hellen Sitzen innen drin. Ja, macht natürlich was her, ne? Das sieht super aus. Und diesen weißen Rückleuchten. Ja, sehr cool. Der hat auch schon an einigen Veranstaltungen mit dran teilgenommen, wie man hier sieht. Auch schön mit den BBS-Felgen. Ja, die passen gut dazu. Ja. So, dann daneben einmal Ford Taunus. Schön mit dem alten Colonia-Logo vorne drauf. Ja, dann haben wir hier noch zweimal Mercedes. Beide in Schwarz. Dann hier Jeep Cherokee. Ja, die sind mittlerweile auch so alt schon. Dann haben wir hier noch einen schönen Peugeot. Lass mal gucken, was das für einer ist. Ja, steht nichts dran, ne? Also kann ich euch leider nicht beantworten, was das für ein Modell ist. Falls es einer von euch weiß, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist das ein 504 oder irgendwas mit 600? Ich weiß es nicht genau. Also schreibt mir mal gerne, wenn ihr es wisst, ja? So, haben wir hier noch einen Mercedes 123 als T-Modell, der Kombi. Den kennen wir auch schon von einigen anderen Treffen. Auch ein sehr schönes, gepflegtes Fahrzeug. Super, so daneben direkt Opel GT, schön knalligen Rot, passt sehr gut zu dem. Dann hier Austin Healey, im typischen British Green, wie man es halt so kennt. Ne? So, dann geht es hier weiter, Porsche Carrera, wieder ein Targa. Dann hier nochmal ein schöner Mercedes SL in Schwarz. Ja, in Schwarz sehen die auch richtig gut aus. Ne? So, dann haben wir hier was ganz Wildes. Und zwar ein Porsche. Aber keine Ahnung, das ist irgend so eine Rennmaschine. Keine Ahnung, was das für ein Modell ist oder wie der heißt. Ja, aber auch hier sage ich wieder, ne, wenn das von euch einer weiß, schreibt es mir mal gerne rein in die Kommentare. Wir gehen einmal hinten rum. Das ist richtig tief hier mit diesen Lufteinlässen an der Seite. Ja, das ist richtig tief, ne? Ich habe den eben gehört, wo der ankam. Auch ein schöner, lauter Sound. Ja, cooles Teil, sehr auffällig. Hier haben wir nochmal einen Morgan, auch in einem dunkelgrün. Dann hier Mercedes 220 SE als Cabrio. Auch ein schönes Auto, ne? So, hier geht's weiter mit Mercedes. So, und das hier, weiß jemand, was das ist? Ein komisches Teil. Gucken wir uns doch mal an, was mag das sein? Studebaker GT Hawk, 4,2 Liter Maschine mit 180 PS. Also das würde ich auch mal wieder sagen, ist ein ganz, ganz seltenes Auto. Guck mal, wie der von hinten hier aussieht. Also Studebaker kennt man ja. So aus den Filmen, sag ich mal. Aber jetzt so auf Treffen hier in Deutschland, muss ich mal behaupten, ganz, ganz selten. So, und daneben auch wieder sehr schick, ein Grand Torino. Im Grün, schön mit den weißen Dekostreifen hier an der Seite.
Sehr cooles Teil. So, dann haben wir hier den Fiesta, den wir eben gesehen haben, als er angekommen ist. Mittlerweile ja auch sehr selten auf unseren Straßen. Dann hier der Ford Mustang, den wir eben gesehen haben. Auch schön in der Farbe, ne, mit dem schwarzen Streifen als Cabrio. So, dann hier schöner Chevy 1500. Sehr cooles Teil. Die machen bestimmt auch richtig Bock zu fahren. Vor allem im Alltag, ne? Guck mal, der hat ja auch noch so ein amerikanisches Nummernschild unten dran. Sehr cool. So, dann haben wir hier den Renault 16. Den haben wir eben auch kommen sehen. Auch sehr schön in Rot mit diesen gelben Scheinwerfern hier vorne dran. Das war typisch damals in Frankreich, ne? Die hatten ja alle gelbe Scheinwerfer, was sie ja heute auch nicht mehr haben, ne? So, dann hier ein kleiner MG. Daneben nochmal Mercedes. Ja, und hier mal zwei schöne blaue Käfer nebeneinander. Einmal in so hellblau, etwas dunkler. Hier ein schöner Scirocco. Wenn wir spät kämen, hätten wir so einen Sonnenblatt. Ein schöner Golf 1 Cabrio in weiß. Und hier nochmal ein schicker Chrysler. So, dann gucken wir mal. Da vorne haben wir noch ein Kadett C Coupé. Auch schön mit dem alten DIN-Kennzeichen noch. Eine schöne Farbe, so richtig typisch Opel von damals. Sehr schön mit diesen Ledersitzen hinten drin. Was heißt hinten drin? Ja, hinten auch. Ne? Königssitze. Sehr schön, auch mit den ATS-Fällen. Passen sehr gut dazu. Sehr schön. Hier haben wir nochmal einen schönen Golf 1 Cabrio, Erdbeerkörbchen genannt. Schön in dunkelblau mit den BBS-Felgen. Sehr schön. Guck mal einmal rein. Cool. Sehr schön gemacht. Auch wieder das kleine Modellauto dabei. So, guck mal, da haben wir hier einen geil gemachten VW-Bus T1. Hier mit den Ausstellfenstern hier vorne. Sehr cool gemacht, oder? So richtig auf alt. Guck mal, der hat auch noch so hier so Löcher drin. Ja, geiles Teil. Und hier hinten auch noch sogar so Ausstellfenster. Ja, cool, mit dem Gepäckträger dabei. Hier so ein Rollbrett drauf, ein Dreirad. Ja, auch die ganzen Rostansätze. Ja, richtig cool gemacht. Geiles Teil. So, und guck mal daneben, auch wild.
Ein Land Rover. Schön mit den Kanistern da oben drauf und eine Axt. Ja, Camel Trophy. Ja, der sieht schon nach was aus, ne? Da oben mit den Zusatzscheinwerfern. So, dann hier auch noch mal eine Seltenheit, ein De Tomaso. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Oh, ein Pantera GTS. Auch super tief das Teil. Auch schick mit der Doppelauspuffanlage da hinten. Ja, cool. Und der hat auch das Fenster auf, da können wir einmal reinschauen. Oh, da sitzt er natürlich echt am Boden, ne? Er ist so tief. Guck mal, die Mittelkonsole mit dem Radio hochkant eingebaut. Ja, cooles Teil. Ja, sehr schick. So, dann haben wir hier nochmal einen alten Porsche. Was ist das für einer? 356. Boah, die kosten über 200.000 Euro. Wahnsinn, wa? Das ist schon heftig. Dann hier, was ist das? Das ist ein Morris. Ja, dann hier nochmal Mercedes. Hier der Opel, den haben wir gerade gesehen, als er angekommen ist. Und hier, guck mal, ein schöner VW Käfer mit einem riesen Blaulicht oben drauf. Guck mal hier. So war das damals, ne? Da hatten die ja einen riesen Blaulichtbalken auf dem Dach. Ja, und hier drüben haben wir ein paar LKWs stehen. Die gucken wir uns gleich auch noch mal etwas genauer an. Dann hier noch ein paar alte Postfahrzeuge. Die waren auch letztes Jahr hier. Die habe ich auch mit ins Video eingebaut. Da war ich unter anderem hier in dem Postschalter drin. Und auch hier in dem Grauen vom Fernmeldedienst. Könnt ihr ja gerne mal euch anschauen, das Video aus dem letzten Jahr. Wie gesagt, sehr toll. Wir können ja gleich auch noch mal reingehen, ne? Also kein Problem. So, und dann haben wir hier auf der gegenüberliegenden Seite einen Krankenwagen. Mercedes 190. Guck mal einmal hinten rein. Und er hat hier so zwei Flügeltüren hinten. Ja, guck mal, da liegt sogar einer. So, da sah das damals aus, ne? Dann hier das Köfferchen mit ein paar Utensilien. Hier die Trage. Und dann dort neben der Sitz für den Arzt, ne? Oder Arzthelfer. Also alles sehr klein eigentlich. Aber es scheint ja auch funktioniert zu haben, so, ne? Ja, super. Hier haben wir noch ein kleines Infoblatt dazu. Ja, sehr cool. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, ne? Dass das mal wirklich ein Krankenwagen war, der dann zu einem Einsatz kam, wenn irgendwas war. Dann haben wir hier nochmal einen Opel. Rekord E Caravan. Auch schön mit dem Blaulicht hier und mit der Sirene oben drauf. Ja, guck mal, wie mittlerweile die Farbe ausgeblichen ist, ne? Das kennt man ja jetzt noch von damals. Da war das auch schon, als sie noch im Einsatz waren. Waren die teilweise auch fast so ausgeblichen teilweise. Ja, cooles Ding. So, dann haben wir hier noch einen Barkas von der Feuerwehr. Auch schön mit dem Blaulicht natürlich da oben drauf.
Gucken wir uns den einmal von hinten an. Wir haben eine riesen Hecktüre hier hinten. Dann haben wir hier nochmal Gyrus Deutz von der Feuerwehr der Stadt Frechen. Guck mal, der ist noch voll ausgestattet. Der Leiter da oben drauf. Schön noch eine alte Holzleiter. Dann hier die ganzen Schläuche hat er auch noch drin. So, gucken wir mal von hinten. Hier ist die Pumpe hier hinten drin. Guck mal, die ganze Bedieneinrichtung. Ist also echt noch alles vorhanden, ne? Hier die Schläuche noch. Hier weitere Adapter, wieder Schläuche. Hier noch so Sauerstoffflaschen. Na cool, also der hat wirklich noch alles dabei, ne? Ein hier mit einer Rückbank. Aber da passen glaube ich 3 Mann drauf, maximal 4. Hier vorne dann noch mal 2. Ja, das war auf jeden Fall noch richtig Arbeit, ne? Solche Fahrzeuge zu fahren. War nichts mit Servolenkung. Sehr cool. So, da haben wir direkt daneben Mercedes W124. Guck mal, mit hier so Frontblitzern. Und einem riesen Aufbau. Also die kennt man ja auch noch, ne? So. Das war so die Vorstufe zum klassischen Krankenwagen, glaube ich, von der Größe her. Ja, und auch die haben Patienten dabei. Hallo, wie geht's Ihnen? Geht's besser? Ja, fühlen Sie sich besser? Sie bekommen jetzt eine Spritze, dann wird es Ihnen auf jeden Fall besser gehen. So, guck mal hier oben, die ganzen Utensilien. Und auch hier gab es wieder einen Sitz für den Arzt und da hinten noch eine kleine Bank. Ich glaube, für jemanden, der dann noch mitgefahren ist, von den Angehörigen zum Beispiel. Ja, auch sehr cool. So, dann hier daneben VW-Bus. Auch ein Krankenwagen. Gucken wir einmal. Ja, der hat jetzt nicht so einen Ausbau da drin. Deswegen schauen wir da jetzt nicht so rein. So, dann haben wir hier nochmal einen in einem schönen dunklen Grün. Auch mit einem riesen Blaulicht da oben drauf. Hier, Terroristenfahndungsblatt. Von der Bahnpolizei. Auch sehr schön gemacht, ne? So, dann haben wir hier nochmal einen Magirus Deutz von der Freiwilligen Feuerwehr aus Hinsweiler. Ja, sehr cool. Ja, und wie gesagt, also die Fahrzeuge werden jetzt nachher alle ein Blaulichtkorso veranstalten. Den werde ich natürlich dann auch nochmal extra filmen für euch. So, dann kommt hier. Nein, keine Mercedes G-Klasse, sondern ein Puch. Wird wahrscheinlich auch der einzigste jetzt hier sein auf dem Treffen. Das ist doch ein Auto, was du nicht kaputt kriegst, oder? Dann haben wir hier einmal einen Pontiac Trans Am. Mit dem geilen Logo auf der Haube. Auch immer wieder schöne Autos, ne? Hier drüben noch mal ein Porsche als Cabrio und Austin Haley und noch mal ein Morgan. So, dann findet heute ja noch dieser Blaulichtkorso statt hier auf dem Treffen. Die haben sich jetzt langsam aufgestellt und es geht jetzt los. Dann gucken wir uns das einmal an hier.
sieht natürlich schon cool aus, ne? Mit den ganzen Blaulichtern hier.
Ja, und dann haben wir hier auch noch ein paar schöne alte Postfahrzeuge, Originale wohlgemerkt. Und zwar haben wir hier angefangen einmal einen fahrenden Postschalter. Hier gibt es eine freie Besichtigung. Das gucken wir uns noch mal an, dann gehen wir doch mal da rein. Also die sind wirklich damals so auf die Dörfer gefahren, ne? Und dann konntest du da dein Geld abheben oder Briefe abgeben. So Sachen halt, ne? Das weiß ich nämlich noch aus dem letzten Jahr. Ja, dann gehen wir einmal rein. Guck mal, hier ist der Eingang. So, das war quasi hier dann der Postschalter. Hier eine kleine Warteecke. Mülleimer, ein Tischchen. Ja, und wie gesagt, hier so ein richtiger Postschalter. Ne? Einmal da reinschauen. Guck mal, mit Uhr. Hier so ein kleiner Automat. Ah, eine Waage ist das, glaube ich, eine Briefwaage. Hier noch so ein paar alte Bücher. Ja, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ne? Hier in einem Briefkasten noch. Konnte man seine Briefe einwerfen. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Sehr cool, dass sowas noch erhalten bleibt. Ne? So, und schauen wir uns den nächsten mal an. Gehen wir mal hier wieder raus. Und zwar haben wir hier noch einen vom Fernmeldenotdienst. Ist auch ein Riesenteil. Ne? Schaut euch den mal von hinten an hier. Oben mit den Fenstern da. Können ja einmal hier rumgehen. Und dann kann man auch mal da reingehen. Ja, das ist von Mercedes. Hier haben wir noch ein paar Bilder. So sah das früher aus. Ja, und die haben dann wohl so Entstördienste gemacht. Wenn es irgendwo Probleme gab, sind die rausgefahren und haben wieder Kabel geflickt oder ähnliches. Ja, wie gesagt, auch hier können wir mal reingehen. Dann würde ich mal sagen, machen wir das einmal. Danke. So, schaut mal. So sieht das hier drinnen aus. Also hier ist auch noch richtig alles Alte erhalten. Hier der Lichtschalter, kleiner Aschenbecher. Hier auch noch so eine alte Uhr. Und auch die Wände, ne? Das sind alles die alten Hölzer von damals. Die riechen auch entsprechend alt. Das gehört einfach dazu, ne? Auch hier die Bänke. Super, ne? Und der Boden, der knarzt so richtig. Ja, dann haben wir hier noch ein kleines Diorama, das können wir uns einmal anschauen. Dann gab es einen kleinen Unfall. Hier drüben haben wir noch ein großes Diorama. Alles voll mit Postfahrzeugen. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht so sehr oder vielleicht von oben. Aber müsste man gut sehen können, ne? Ja, wie ich letztes Jahr auch schon gesagt habe, ne? Also ich finde das echt super, dass es so Vereine gibt, die solche alten Postfahrzeuge auch erhalten, ne? Also richtig cool gemacht. Super. Ja, und dann haben wir auch noch den Klassiker hier. Und zwar einen alten Golf 2 Postgolf. Den würde ich sagen, schauen wir uns auch einmal an. So, dann würde ich sagen, laufen wir als erstes einmal drumherum. Schauen uns den mal an. Hier eine kleine Werbung.
So, und auch von innen, ne? Guck mal, diese original alten Sitze in diesem Braun. Aber der ist wirklich in einem super Zustand, ne? Richtig toller Zustand. Oh, machen wir einmal auf, vielen Dank. Können wir einmal reinschauen. So, und die hat natürlich auch kein Radio da drin, ne? Ist klar. Fährt der jetzt runter? Ah ja. Dann hatten die damals so eine 2-Punkt-Rückhaltegurte mit Rückhaltautomatik. Guck mal, wenn ihr die Türe dann aufmacht, so, waren die Gurte quasi schon so gespannt. Man konnte dann einfach hier so einsteigen und war direkt angeschnallt. Ja, und was ich gerade erfahren habe, hier unten unterm Armaturenbrett gibt es noch so ein extra Bauteil, so ein Gummischutz, hier auch für den Beifahrer, was normalerweise im Golf 2 nicht gibt. Ja, als zusätzlichen Schutz halt, ne? Damit man diese Gurte benutzen durfte. Wenn es mal zum Aufprall kommt, dass halt auch die Knie geschützt waren. Ja, so eigentlich nie bei einem Golf 2 zu sehen. So, und so sieht es aus, wenn die Türe zu ist. Ja, war mal direkt angeschnallt und musste nicht dauernd immer anschnallen, abschnallen. Ja. So, dann gucken wir einmal von hinten rein. So, ist klar, keine Rücksitzbank. Hat einen etwas größeren Kofferraum. Hier sind noch alte Briefe vergessen worden. Die Postsäcke von damals. Die sitzen hier. Die wollen aber nicht aufs Bild. Sehr schön. Sehr schön restauriert. Super gemacht. So, dann sage ich einmal an die Mitglieder des Vereins, die mir so toll die Fahrzeuge gezeigt und erklärt haben. Grüße gehen raus und vielleicht auch bis nächstes Jahr wieder. Dann haben wir hier noch ein paar alte Busse, da würde ich sagen, die schauen wir uns auch einmal an. Guck mal, der hier mit zwei Rücksitzbänken. Und ein sehr schöner Bus, ne? Ein Samba-Bus mit den Fenstern da oben drin. Hier auch noch mal einer, also kein Samba, aber VW-Bus auch mit zwei Rücksitzbänken drin. Auch sehr schön. So, dann haben wir hier noch einen alten Reisebus. Guck mal, der hatte auch so Glasfenster da oben drin, an der Seite. Gucke. Erstzulassung 1962 und nur 93 PS. So ein Riesenteil. Ja, das war damals so, ne? Das waren damals so wirklich die Reisebusse. Hier haben wir auch noch einen. Etwas kleiner. Auch guck mal, mit ein paar Sitzbänken drin. Ja, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ne? Ja, dann wurden die Koffer wahrscheinlich oben auf den Gepäckträger alle drauf geknallt. Und dann war das so. Guck mal, hier sind wir im sogenannten Rheinforum Wesseling. Auch eine schöne Kulisse hier, ne? Ja, direkt am Rhein. So, gut. Ordnungsamt ist auch da. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder zurück und schauen mal, ob es noch was an Neues an Fahrzeugen gibt.
wir hier noch einen schönen Dodge Charger. Mal in weiß mit dunkelroter Innenausstattung und einem schönen langen Heck. Auch immer wieder geil, diese Dinger, ne? Hier noch ein schöner Renault Alpine. In einer sehr auffälligen Farbe. Sehr cool gemacht. Ja, auch ein richtig cooles Teil. Dann hier noch ein schöner BMW 850. Die sind auch mittlerweile unbezahlbar. Sehr schöne Autos ohne B-Säule. Natürlich mit den Klappscheinwerfern vorne, ne? Sehr cooles Teil. So, Treffen ist für heute vorbei. Wir haben jetzt 18 Uhr, ist offizielles Ende der Veranstaltung. Und ja, es geht morgen dann weiter, ne? Ab 11. Ich guck mal, dass ich früh genug hier bin, zeitig, um uns noch ein paar schöne Plätze zu reservieren. Aber das sollte ich mal hinkriegen, wenn ich aus dem Bett komme. Ah, kommt er nochmal vorbei. Ah, nix. Daraus, alles klar. Ciao, bis morgen. Ciao. Ja, also in diesem Sinne sage ich euch Tschüss und mache morgen weiter.